Worten bündnisgrüne Politik steht für die Gleichberechtigung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. Unsere Frauenpolitik findet ihre Fortsetzung in einer neuen Frauen-, Männer-, Geschlechter- und Gesellschaftspolitik. Mit der Geschlechtergerechtigkeit setzen wir auf ein Leitbild von Demokratie, Freiheit und Gleichheit der Menschen, das weit über das heute verwirklichte Maß hinausgreift. Sagen wir, dass eben bestenfalls Geschlechterpolitik auch gemeinsam gemacht wird. In breiten Bündnissen innerhalb der Partei, außerhalb der Partei, aber eben auch natürlich mit Verbänden, Initiativen, mit Wissenschaft, mit Forschung. Und deswegen finde ich auch Zusammen anders eigentlich einen sehr schönen Titel, weil eben bisher gab es eine sehr, sehr starke Frauenpolitik innerhalb der Grünen und ich glaube, dass zur wirklicher Gleichberechtigung auch drei Säulen gehören, nämlich eine starke Frauenpolitik, auch eine eigenständige, emanzipatorische Männer- und Jungpolitik, aber natürlich auch eine, sage ich mal, dialogische Geschlechterpolitik, wo eben alle gemeinsam auch die verschiedenen Baustellen auch diskutieren. Ja, und von daher kann man eigentlich nur sagen, heiraten ist für Frauen tendenziell gefährlich. Ja, ich habe mich gefreut und habe gedacht, das ist genau ein Titel, der auch eigentlich über dem Gleichstellungsgutachten stehen könnte, Zusammen anders. Denn es geht im Grunde genommen darum, neue Wege zu gehen, um im Grunde Gleichgeschlechtergerechtigkeit herzustellen. Und das bedeutet ja nichts anderes als Zusammen anders. Also insofern habe ich da eine schöne Anschlussfähigkeit an diesen ersten Gleichstellungsbericht gesehen. Das war für mich kein Problem. Was mich bewegt, ist wirklich nochmal die Zusammenarbeit mit den Männern auf andere Beine zu stellen. Wir haben uns in der Frauenbewegung für uns gefunden, haben unsere Forderungen aufgestellt und die Frauenbewegung hat sich ja sehr stark ausdifferenziert. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir das eigentlich nochmal zusammenschmeißen müssen und nochmal mit den Männern klarkriegen müssen, dass wir gemeinsam nur vorankommen können. Das empfinde ich eigentlich auch als guten Schritt und das ist heute Morgen auch rübergekommen. Ich wünsche mir von den Grünen, dass die Politik oder der Diskurs über die Geschlechterpolitik mehr mit den Menschen außerhalb von den Grünen geführt wird und nicht nur so ein interner Klüngel ist. Ich finde es aber trotzdem gut, und das habe ich auch heute irgendwie bemerkt, dass sich viele grüne Leute, von denen ich es nicht erwartet habe, doch irgendwie noch ein bisschen genauer mit dem Thema Geschlechterpolitik auseinandersetzen und halt auch immer nicht nur mit diesem klassischen Mann-Frau-Quoteschema, sondern halt auch einfach noch mit Themen, die darüber hinausgehen. Auf jeden Fall Vielfältigkeit zulassen und ich glaube auch, dass dieses Vorhaben erfolgreich gestaltet wird, weil ich glaube, ein großer Teil der Gesellschaft möchte nicht kategorisiert werden, möchte, dass Vielfältigkeit im Grunde wirklich ein Basisgefühl in diesem Land wird. Und ich denke schon, dass das auch so in die Welt und in diese Gesellschaft mit hineingetragen wird. Viele verschiedene Maßnahmen und nicht so dieser große Masterplan existiert, sondern viele Stellschrauben eigentlich angegangen werden müssen, um dieses komplexe Thema von Rollenbildern, die vorherrschen und die reproduziert werden, einfach aufzubrechen, um ja, Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und das funktioniert eben nicht nur wie in der Wirtschaft über Quotenpolitik oder sonstiges, sondern sehr viele sensible Maßnahmen. Und das war, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis für uns alle. Also ich nehme mit, dass auf diesem Gender-Gipfel sehr viele unterschiedliche Leute da waren, sehr viele unterschiedliche TeilnehmerInnen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Und dass es so eine heterogene Gruppe war, dass das eigentlich sehr bereichernd für den Gender-Gipfel insgesamt war, für die Workshops sowieso, aber für den Gender-Gipfel insgesamt. Ja, wir haben auf jeden Fall noch viel zu tun. Das nehme ich mit. Packen wir es an. Cool.